Heya! Kann ich jetzt drücken? Jetzt drücken, okay. Knallhart durchgenommen, Zelda Echoes of Wisdom, Folge Nummer 4. Killer. Und was war das für eine geile Sprache jetzt? Das, naja, also Link ist ja immer so ein bisschen stumm. Mhm. Aber das sind die Geräusche, die Link macht. Okay, also schon irgendwie eine Sprache vielleicht. Irgendwie schon eine Sprache. Und man versteht ihn. Ist die Frage. Also man, ja, in den anderen Spielen versteht man ihn ja. In diesem Spiel ist es allerdings so, dass Link wirklich erzählt wird, dass er stumm ist und nichts redet. Zusätzlich, dass Zelda jetzt auch nicht mehr redet. Ich freue mich richtig, Matthias. Schön, dass du da bist, Ja, dass ich dabei sein darf. Ich will einfach sehen, weil du bist der Gottgamer himself. Ja? Ach, nein, ist es wahr. Doch, die Leute sagen das und du hast recht, weil du lieferst ab. Ich will immer Kaizo sehen. Immer wenn ich dich sehe, will ich Kaizo Games sehen. Du und Denzen, ihr sollt verzweifeln und es dann doch schaffen. Und jetzt sitze ich mit dir hier und du spielst eine, ja, ein Meilenstein der Videospielgeschichte. Mal wieder, vermeintlich. Ich weiß vermeintlich nicht, hoffen wir es, Ich weiß nicht, wie gut das neue Zelda ist, aber natürlich ist Zelda ein großer Titel. Und deswegen freut es mich, dass ich dein zweiter Gast bin, glaube ich. Ja, quasi, ja. Ja. Erster Kolle war ja in der Folge 1 dabei, deswegen du bist jetzt der Erste, der mal dazwischendurch reinschaut. Ja, ich bin gespannt. Hol mal alle ab. Ich hol dich mal, mal ab und dann geht's ab. Wir hüpfen rein. Wir sind nämlich hier. Prinzessin Zelda schläft gerade ihren Schlaf der Gerechten. Das ist das Schöne, weil man kann sich einfach selber Betten machen. Oh, das ist echt schön. Und dann sich zwischendurch schlafen legen. Das ist immer ein ganz gutes Ende für so eine Session. Deswegen, aber wir schlafen hier gerade am Eingang des vermeintlichen Wassertempels. Und ich weiß nicht, wie gut oder wie schlimm der wird, weil Wassertempel bei Zelda haben es ja tendenziell in sich. Was ist das für ein kleiner Tannenbaum da links unten? Der sieht aus wie, hier, wie heißt der, Zack McCracken. Zack McCracken, das ist doch mehr, ist das nicht Maniac Mansion? Die Tentakel? Ich meinte Maniac Mansion. Maniac Mansion, ne? Ja. Das ist der Wegfreund, das ist, da kann ich mich schnell reise hin teleportieren. Okay. Deswegen. Recht unspektakulär. Day of the Tentacle, genau. Yes. Mhm. So, lass mal reingehen. So, ich habe auch den, Hero-Mode an. Hier warst du also noch nicht. Das ist jetzt alles komplett neu, hab ich noch nie gesehen. Bam, bam. Und ich glaube, da müssen wir hin. Hoffen wir mal, dass wir es heute schaffen. Okay, schauen wir mal. Mal gucken, was passiert. Okay, jetzt kommt da Wasser raus. Ich verstehe. Es müssen wahrscheinlich alle anderen Knöpfe auch gedrückt werden. Sag ich einfach mal. Hä? Okay. Aber jetzt kam zweimal Wasser. Das macht nicht wirklich viel Sinn. Ach so. Der ist aktiviert, der Knopf, richtig? Ach, jetzt, okay, wahrscheinlich kommt das jetzt immer das Wasser. Wir haben hier Wasser reingelassen, das hier jetzt immer wieder aufgefüllt wird, aber wir müssen noch mehr Wasser da reinlassen. Ja, okay, verstehe. Dann gehen wir mal ab, ne? Ja, bitte. ich bin gerade einfach nur erstmal ein bisschen ruhiger und guck mir das an. Ja, guck dir das mal an in Ruhe, wenn du Fragen hast. Also insofern, das ganze, das Gimmick von diesem Spiel ist, du machst dir deine eigenen Minions quasi. Du kämpfst quasi nicht direkt. Ah, okay, verstehe. Das ist ja schön. Ah, verdammt. Ja, okay, der. Lieber den Mürrefisch. Mürrefisch Level 2 gegen Mürrefisch Level 2. Könnt ihr den mal. Was macht ihr denn? Da ist er. Das mache ich mal ein bisschen schwierig zu. Okay, verstehe. Also eigentlich ist es ja eine geile Idee. Ach, Jesus Christ, die sind. Aber scheint. Wir gehen einfach weiter. Okay. Warte mal, dann mache ich mir mit. Ich habe doch eine Qualle gehabt. Wo ist denn die Qualle? Und diese Viecher, also deine NPCs quasi, die kannst du unendlich spawnen oder? Nee, ich kann zurzeit, also du siehst die Kosten da drüber, das sind diese Dreiecke. Ah ja. Ich habe zurzeit 4. Ah ja. Das heißt, ich kann jetzt 2 von denen machen, aber nur 1 von denen. Okay, und dann sind sie irgendwann kaputt und dann kannst du. Ja, und ich kann sie jederzeit wieder einsammeln. Okay. Also schon so ein bisschen Schere, Stein, Papier-Style. Ja, man muss schon den, so die richtige Kombi finden. Hier, ne, den kriegst du natürlich mit so einem Bombenfisch gut weg. Und jetzt habe ich mir den gemerkt. Ah! Die Bio-Dekurania. Ist biologisch abbaubar anscheinend. Wenn ich jetzt sage, das erinnert mich ein bisschen an Pokémon, dann werde ich gehasst, ne? Wahrscheinlich, ja, aber. Ich sag's trotzdem ein bisschen. Ich weiß, was du meinst. Das Ding ist ja, dass du jetzt nicht nur Pokémon, also nicht nur Monster sammelst, sondern ich habe ja auch sowas wie Bett mir gemerkt. Achso, cool. Aber ich finde das eigentlich eine schöne, frische Idee. Also eigentlich ist es geil. Ich sag mal ein bisschen was anderes. Also nicht, dass Leute jetzt denken, ich finde es kacke. Nee, ich finde es schon ganz cool. Und dir geht's ja auch schon leicht von der Hand. Ja, man kommt gut rein. Das ist jetzt kein, ich meine, das ist ein Nintendo-Spiel immer noch. Das heißt, der Schwierigkeitsgrad ist jetzt nicht der höchste. Ich habe schon den Hero-Modus an. Da machen alle Gegner doppelten Schaden und man findet keine Herzen. Das macht es ein bisschen schwieriger. Ah, okay. Aber das macht die Rätsel natürlich nicht schwieriger. 100 direkt. Ein erkleckliches Sümmchen. Das ist so ein Wort für Colin, oder? Ja, das ist, gabt euch wohl, ja. Colin. Ja.
Also wenn, wenn ihr irgendjemand hören sagt, gehabt euch wohl, Leute, ja, dann ist es safe Colin Gebel, weil zumindest hier aus der Redaktion werden diese Formulierungen nicht viele Menschen sagen. Niemand. Würdest du sagen, das ist schon ein echtes Zelda? Ich weiß, das ist eine harte Frage. Das ist das harte Thema. Aber einfach, weil ich es direkt so sehe und ich muss es ansprechen und ich bin jetzt dein Gast, ne? Und das ist klar, dass Gäste auch mal solche Leute, dass sie solche Fragen stellen werden. Das ist korrekt. Also, die Frage nach dem, ist es ein echtes Zelda, ist ja gerade im, gerade mit Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, ist das ja so eine Riesendiskussion geworden, weil alle sagen, das ist ja kein richtiges Zelda. Deswegen hängt es immer so ein bisschen von der eigenen Definition ab. Ich habe nämlich erwartet, wir sehen sowas wie Breath of the Wild tatsächlich. Ach so, ja, nee, das ist halt nicht mehr, aber dabei haben schon viele gesagt, das ist ja kein richtiges Zelda. Ah, ja. Und insofern viele Leute, die sagen, dass Breath of the Wild und Tears of the Kingdom kein richtiges Zelda sind, ist das wieder mehr ein richtiges Zelda, weil du hast echte Dungeons und Rätsel. Alles klar. Allerdings spielst du jetzt natürlich auch Zelda und hast kein direktes Schwertkampf-Gameplay, wodurch es wieder auch wieder untypisch ist. Weil wir sonst ja Link gespielt haben, richtig? Ja, deswegen. Ja, genau. Also es ist immer so ein bisschen, ich finde es so, das Next Level ist eine logische Weiterentwicklung. Geil. Und das machen sie ja häufiger. Also insofern hier jetzt auch wieder und mir macht es sehr viel Spaß und es spielt sich wie ein neues Zelda. Insofern ist es für mich schon korrekt. Okay, bisher, ich meine, wir sind bei Folge 4 von, mal schauen, wie lange es noch dauert. Das ist jetzt der erste richtige Dungeon. Aber allein die Tatsache, dass wir jetzt wieder hier Dungeons machen, Gegner ausweichen und so, ja, das ist schon geil. Hat schon viele der klassischen Elemente. Der Look ist auch cool. Also ich finde, das sieht schon schön aus. Ich finde den auch super charmant, oder? Also ja, total. Also das sieht echt Hammer aus. Super cute irgendwie. Ah, geil, smart gemacht. Geht natürlich, Batman kann schwimmen. Und das ist halt die coole Freiheit hier irgendwie. Du kannst halt, es gibt halt viele Möglichkeiten, Dinge anzugehen, weil du halt so viel einfach beschwören kannst. Zum Beispiel, um diese Libelle mit dieser Killer-Ananas zu killen. Das war wirklich geil. Nur den richtigen Gegner anzuvisieren, ist manchmal so ein bisschen tricky. Aber man kann immer wieder neue machen. Und im Zweifel macht man es. Ich guck dir mal. Man kann da aber schön zugucken. Das ist ein schönes Spiel zum Zuschauen tatsächlich. Ach, jetzt ist mir im Weg. Das hoffe ich ja. Dass ja, die Leute total. Gerne zuschauen. Ich bin total empfänglich für Dinge, die man gut angucken kann. Nadelfliege. Die wird, glaube ich, noch sehr hilfreich, weil gerade Flughoheit und so weiter ist immer ein bisschen schwierig. Die dann gerade. Es gibt so Spiele, da kannst du nicht zugucken. Das ist zu wild. Ja. Das ist zu, weiß ich nicht, bockt nicht. Weil das hier ist richtig schön. Ich finde, also ist, ne, ist ja klar, rätsellastig und so weiter und immer so kleinere Abschnitte, da kommt man gut rein. Deswegen finde ich es auch gut, deswegen haben wir ja dich als Gast auch hier, beziehungsweise überhaupt die Möglichkeit mal zu sagen, so hey komm, setz dich halt mal rein für eine Session oder so. Da gibt es halt Spiele, wo das nicht so, also ne, dafür ist es halt nicht storylastig oder zu storylastig, dass man das nicht machen könnte. Du hast für mich eben total gut erklärt und da für mich auch plausibel gemacht, warum dieses Spiel so ist, wie es ist, weil man eben nicht Link spielt. Also klar. Wir sind schon die Zelda-Lady. Ja. Und natürlich darf es dann anders sein. Ja, ja, klar. Ich habe irgendwie immer, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch andere, die so casual nur Zelda spielen und nur die großen, vermeintlich großen Erfolge von Zelda gespielt haben, haben eher immer Link im Kopf bei Zelda. Klar. Junge, ruhig. Oh, hi. Kommt Link denn vor irgendwie? Ja, Link direkt am Anfang kam an. Super. Läuft die anderen das wahrscheinlich ab. Digga, du musst jetzt erstmal, ich glaube, ich nehme die Nadelflieger. Also Link hat, damit fängt das Spiel an, dass Link einen vor Ganon rettet. Mhm. Gerade so und dann in einen Riss gezogen wird. Und ja, ja. Wir können dann gerade noch fliehen und sind quasi auf der Suche. Wir haben mittlerweile sein Schwert schon gefunden. Ah, das ist quasi ein bisschen umgedreht jetzt. Und jetzt versuchen wir auch Link zu retten. Also klar, auch das einfach das Reich Hyrule natürlich, aber. Na, aber das ist doch schön, das reicht mir. Na, deswegen, also klassische Story, da muss gar nicht viel. Nee, da muss wirklich nicht viel. Denn in erster Linie willst du ja eine gute Zeit haben mit den Rätseln und mit den Dungeons und mit dem Gameplay. Und das sieht schon nice aus. Die halten ganz schön viel aus, diese Haie hier, ey. Ich weiß nicht, wie mein. Also, ich fand's richtig geil damals auf der Wii Zelda. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Es war irgendwie mit. Hieß es Shadow Princess oder so? Twilight Princess. Twilight Princess.
Ey, das hat mich richtig geflasht. Ich weiß nicht, ob das so ein beliebter Titel war oder nicht. Wahrscheinlich war es eher so semi-beliebt. Aber ich fand es einfach mit der Steuerung und so, ich fand es richtig geil. Ja, Twilight Princess war schon, ist schon auf jeden Fall eins der besseren. Aber jetzt bin ich reingefallen, das ist ein bisschen kritisch. Die Haie hauen ordentlich rein. Ja, und du musst natürlich auch einen Krokodil entertainen. An dieser Stelle ganz kurz ein Hinweis auf den Rocket Beans Supporters Club. Wenn ihr auch Dead Inside seid, ja? Dann könnt ihr das jetzt verändern. Dann habt ihr vielleicht noch was übrig für uns. Ja, dann könnt ihr vorbeikommen und dieses Format hier und die anderen unterstützen. Aber ja. Hüpfen wieder rein. Ja, das ist der Heldenmodus, da merkt man das, weil die machen doppelten Schaden. Ich kriege keine Herzen zwischendurch und ich habe halt nur 5. Jetzt gibt es auch direkt schon eine Frage beantwortet, nämlich wo respawnen wir? Am Eingang. Am Eingang. Aber so Progress ist gespeichert. Guck mal, der Gegner hier ist sogar schon weg. Ja, Progress ist gespeichert, war früher auch oft normal. Und dann kamen die ganzen Souls-Games. Und dann hat man irgendwann gedacht, oh. Ja. So kann es auch sein. Das ist aber auch bei Souls-Games, ne? Ist es ja, bist du da auch so einer, dass du dann trotzdem aber eine Stelle... Also ich meine, es kommt eine Scheißstelle. Ja. Die super nervig ist. Ja. Und du weißt, du könntest auch einfach weiterlaufen. Ja, ja. Aber mich packt dann immer der Ehrgeiz, ich will die wenigstens einmal vernünftig schaffen. Nein, einmal musst du sie schaffen. Einmal vernünftig schaffen und dann beim nächsten Mal, dann kann ich auch guten Gewissens vorbei. Ja, da bin ich komplett bei dir. Nein, du musst einmal, du kannst da nicht durchschießen, weil dann brauchst du das Spiel nicht mehr spielen, meiner Meinung nach. Also für meinen Anspruch ist dann so, dass ich sage, wenn ich jetzt überall durchrushe, boah, dann brauche ich das Spiel auch irgendwie nicht. Ja, irgendwie schon, ne? Ja, dann brauche ich es nicht. Also. Wir werden ja auch demnächst mal wir beide in Wukong reingucken, von mir drauf. Feier ich auch sehr, muss ich sagen. Aber es ist auch natürlich Geschmackssache. Aber mir gefällt es sehr. Digga, diese Haie, ey. Das ist schon ganz schön hier. Ja, ich weiß gar nicht. Die können dir doch aber nur im Wasser gefällt. Ja, Gott sei Dank. Aber gerade bin ich hier reingefallen. Dann war direkt vorbei. Einmal getroffen. Ja, mein Gott, das sind Haie. Ja, aber ich würde die aber auch ehrlich gesagt gerne haben. Also müsste ich mindestens mal einen von denen killen, damit ich mir den merken kann. Aber das wird ja wohl Spiel auf Zeit sein, oder? Das wirst du ja wohl auf Dauer hinkriegen. Ja. Weil ein bisschen knuspert der ja schon. Einfach hier die Bomben drauf droppen. Ja, mach das mal. Aber der hält echt ordentlich Schieß aus. Schieß dir mal einen zusammen. Ist es denn Cheese? Also ich meine, das ist ja... So ist das Gameplay, ne? Ja. So, jetzt gehe ich das Risiko ein. So. Nee, ist nicht Cheese. Mumpfisch. Kostet der? Nee, hier ist kein Cheese. Ich nehme alles zurück. Zuletzt gemerkt, Mammfisch 4. Okay, ich kann machen. Gut. Geil, bring den. Let's go. Hast du schon einen mit 5 Zeichen? Nee, noch nicht. 4 ist bis jetzt noch Maximum. Die Frage ist nur, komme ich jetzt... Das Ding ist jetzt, sobald ich mir ein Bett mache, um hier rauszukommen, verschwindet mein Mammfisch natürlich. Nee, das geht nicht. Tag. Mach ihn fertig. Ja, jetzt wirst du das aber schaffen, oder? Ja. So, Double Kill. Okay. Anscheinend machen die mehr Schaden als meine. Ja. Einfach an. Der kann nicht runterschießen. Nee. Ja, zumindest. Bald auf einer Ebene, ne? Ja, nicht den angreifen. Du solltest schon hier Monsieur High angreifen. Mann! Aua, aua, aua. Dummer. Das ist manchmal halt das. Ja, gut, jetzt haben sie es nicht. Dann fertig. Wieso? Wie kann das sein? So. Was hat der gedroppt? Das ist was Neues. Ein Monsterstein. Ein abartiger Stein. Lecker. Na gut. Kann man bestimmt so Smoothies machen oder so. Ein leckeres Monster-Smoothie-Getränk. So. Okay, jetzt noch der eine. Hast du den schon? Der Sammlung? Weg ist er weg. Den habe ich schon. Ja. So. Liebe ich ja, Betten spawnen. Das ist ja. Das Bett ist echt OP, sag ich dir. Da kommst du überall, kannst du schön Brücken bauen. Das ist ja herrlich. Frage ist, bleibt auch der Slenderman in dem Bett drin? Ne, der Enderman, den meine ich. Der Enderman. Bei Minecraft konntest du. Ach so, der mein, ja. den Ender Fieslingsschurken in ein Boot packen. Vielleicht geht der auch in dein Bett. Sorry, dass ich gerade ein bisschen abdrifte, aber ich muss auch manchmal Sidefacts droppen, Matthias. Hier drauf bin, aber dann... Nee. Kannst du 4 Betten machen maximal? Ja, genau. Also Bett kostet wieder einen von meinen Dingern. Ach, das ist auch irgendwie... warte mal. Gehen wir erstmal hier hoch.
Sehr gut. So. Ja gut, aber mit 4 hast du ja eigentlich eine unendliche Leiter, oder? Oder müssen nee, dann so die, und das fällt ja gerade ja. runter. Also. Unendlich nicht, aber es gibt schon ein paar Möglichkeiten. Ich könnte auch die, was ich gerade gelernt habe, stimmt, das hätte ich auch machen können. Nicht so, nicht so wie in Fortnite. Ja, da muss aber auch die, musst du da nicht die. Ja, die Basis muss auch stimmen. Musst du auch irgendwie die Materialien finden, oder? Mhm. Ja. Aber ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nicht Fortnite gespielt. Nee. Mach das Ding fertig! Also, man kann Fortnite natürlich haten, weil es auch leicht ist zu haten. Aber es ist tatsächlich, also ernsthaft möchte ich schon sagen, es ist schon ein guter Shooter. Es funktioniert alles gut. Sorry, ich hab's dir gesagt. Ist okay. Ja. Ich bin jetzt in Shooter-Game sowieso nicht so sehr drin. Insofern kannst du das ruhig behaupten. Ich kann es sowieso nicht überprüfen. Aber ihr, wenn ihr anderer Meinung seid als Progi, lasst euren Hate doch in den Kommentaren. Ja, und dann ruft mich an und dann diskutieren wir das. Call me bei Discord. So. Guck mal. Aber auch hier wieder der Sounddesign, die Atmosphäre ist toll. Die Truhe ist noch da. Oder? Ich finde es auch. Nein, es ist Hammer. Und daran merkst du auch, dass dann sich Leute wieder Gedanken machen. Das finde ich einfach geil. Wenn die Atmosphäre passt und du auch gerade so eingefangen wirst in so einem Dungeon, das ist einfach geil. Man ist einfach gerne da, finde ich. Und das, obwohl es der Wasser-Dungeon ist. So. Aber keine Truhe zurückgelassen. Gibt es die normale Zelda-Titelmusik noch? Hast du die schon gehört? Ja, doch, klar. Das sind schon die normalen Zelda-Themes, ja, die man so hört. In der Oberwelt vor allen Dingen. Achso, warte, ich muss da ja rauf. Ey, wusstest du eigentlich? Na klar, wusstest du das, aber es hat mich sehr gefreut. Ich war ja letztens bei Denzen zu Hause. Ja. Und du hängst einfach an seinem Flur. Das habe ich schon gehört. Der liebt dich einfach. Ach. Ja, ist einfach cute. Also wirklich. Also ich hörte schon davon. Ich war ja selber noch nicht bei ihm. Auch wenn da es gibt eine offene Einladung auf seine Terrasse, die jetzt endlich steht. Ja, die ist toll. Da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, aber. Und Shoutout an Thorsten Hoppe. Siehst du dich, also wer weiß, wer Thorsten Hoppe ist? Nee. Das ist sein Hund. Achso, Thorsten, ja, stimmt. Ja, ist einfach ich wusste nicht, dass er Hoppe heißt. Thorsten Hoppe ist einfach herrlich. Beste Instagram-Account der Welt. Egal. Tag. Ja, Thorsten ist Liebe. Hammer. Na gut. So. Meine Crabs. Schön. So, den letzten war noch weg. Klar, mit diesen Viechern, ne? Ja, ne? Das sind Kamikaze-Fische. Sind super. Bam. Kein Problem. So. Oh, es war auch wichtig. Okay. Ja, es musste. Alles klar. Jetzt weiß ich noch nicht, hat der noch was gedroppt? Ja, okay. Da bestehen wer die Rupie nicht ehrt. Ey. Alles mitnehmen. Ich bin zwar die Prinzessin, aber ich brauche mein eigenes Geld. Der Rupier muss rollen. Aber du hast damals Twilight Princess gespielt. Ja, das fand ich mega. Das war auch geil. Also Twilight Princess ist echt Das mega. Hat mir wirklich super gefallen. Ich überlege gerade, ob ich mich an irgendwelche Bossfights erinnere. Nicht mehr wirklich. Aber wie hieß nochmal dieses kleine katzenähnliche Vieh? Mietner, genau. Mhm. Gibt es einige, googelt das nicht, Kinder. Oh. Da gibt es einige, nein, also Mietner kann man ruhig googeln, aber Safe Search sollte an sein. Je nachdem, was man für Begriffe, je nachdem, was man für Begriffe eingibt. Ah, so verstehe, jetzt bin ich so ein kinky Ding, ja? Das gibt es definitiv zu finden. Krass, aber, ja. Okay. Ich weiß auch nicht warum, wieso das so ist, aber irgendwie. Aber aufgrund des Games oder davor schon? Ja, nee, für das Game. Ist aus dem Game raus, keine Ahnung. Ach, krass. Ja, gut. Aber nee, Twilight Princess habe ich damals auch gespielt. Ich habe es in der Tat nie durchgespielt, weil ich hatte es vom Kumpel ausgeliehen und habe es fast bis zum Ende gespielt gehabt. Und dann wollte er es unbedingt wieder haben. Das sind immer die besten Freunde. Und dann war es halt so, okay, ich kann es mir jetzt nochmal kaufen und dann aber nochmal von vorne anfangen, ist auch irgendwie. Nee, da hat man dann keinen Bock drauf, das so. Kann ich noch mal ziehen. Und dann habe ich gesagt, vor allem das volle Geld ausgeben. Jo. Und dann habe ich gesagt, ich kaufe das, wenn es im Sale ist, aber wir kennen Nintendo und da kommen Spiele nie in den Sale. Nee. Und deswegen habe ich es mir, das habe ich glaube ich irgendwo schon mal erzählt, habe ich es mir original gekauft an dem Tag, als es in den Sale ging. Ach, nämlich krass. Als Skyward Sword rauskam, das nächste Zelda. Ah, ja, ja. Dann habe ich mir Twilight Princess und Skyward Sword
also Twilight Princess im Sale und Skyward Sword mit der Erweiterung von meiner Wiimote am Stück gekauft. Also für 150 Euro oder was? Ja, und ich habe keins von den beiden Spielen jemals in meine Konsole eingelegt. Ja, egal. Sie lagen zu Hause, aber niemals eingesetzt. Bist du auch ein Sammler irgendwo? Ja, irgendwie dann schon. Ich meine, ist doch keine schlechte Investition. Ich meine, wir reden hier von einem Zelda-Spiel, das geht auf jeden Fall immer klar. Ey, ja, absolut. Total. Und ich finde wirklich, das ist auch schön, man hat ja heutzutage viel Download-Codes, ne? Kriegst einen Key oder kaufst dir irgendwie die Version online, worauf ich hinaus will, ist, man hat dann wenig zu Hause rumstehen. Ich finde das irgendwie doch ganz schön. Also auch gerade, wo ich dann bei Densen war, quasi in seinem eigenen Museum, das ist ja wirklich absurd bei ihm, habe ich aber nochmal gemerkt, wie schön das ist, wenn du dir die Games hinstellen kannst. Das ist in der Tat sehr schön, finde ich auch. Ich heim mich kurz, deswegen können wir kurz quatschen, das dauert eine Weile. Ich finde das auch sehr schön, aber wenn du den Platz dafür hast. Ja, du brauchst den Platz, aber es ist einfach geil. Das ist schon, weil ich habe auch mal eine kleine Sammlung, vor allem wenn du so ein Sammler bist, dann sammelst du ja in der Regel nicht nur eine Sache. Ja, ja, klar. Weil ich habe auch meine Videospiele-Sammlung und die sind dann irgendwann in Kartons und Boxen gewandert im Keller immerhin. Dann habe ich meine Comic-Sammlung, die ist noch da. Meine Filmsammlung ist jetzt schon so weit zusammengeschrumpft, dass sie noch in die paar Fächer passt, die noch da sind. Ja. Dann hast du noch deine Schallplatten, das quillt langsam über. Jo. Das ist echt. Ja, es summiert sich, ne? Ich voll bei dir. Aber wenn du den Platz hast, ist es einfach geil. Ja, dann ist halt geil. Leute fragen mich auch immer so, ja, jetzt echt noch Filme? Also warum hast du Filme sammeln? Weil ich meine, es ist doch alles mittlerweile im Streaming. Mhm. But why? Und wie oft ich mittlerweile schon irgendwie, ey, den einen Film wollte ich noch mal gucken, den gibt's nirgendwo. Ich habe das Gefühl, man hat eine andere Wertschätzung diesen Sachen gegenüber. Ganz oft. Ja, voll. Also wenn du dir einfach was streamst, dann hat das doch ganz oft gar nicht so ein Wertigkeitsgefühl, weiß ich auch nicht. Und bei Videospielen, ja, kommt drauf an, was du damit machst, aber wenn es einfach steht, ich finde es irgendwie geil. Außerdem ist es auch schön, sowas zu sehen, wenn du einfach das dann da stehen hast und einfach dich daran zu erfreuen, ah ja, den Titel finde ich geil, ja, und das macht Bock und das habe ich mir damals da und da gekauft oder da auch immer, finde ich schon cool. Ich schade, dass das nicht mehr so selbstverständlich ist. Mit Platten ist es ja Gott sei Dank wieder komplett rückläufig, dass die Leute sich Platten hinstellen. So Vinyle. Stimmt, das wird immer mehr wieder. Ja, total. Aber das ist auch mehr, du kaufst ja auch eigentlich nicht mehr die Platten, um sie wirklich anzuhören. Es geht ja auch mehr so irgendwie um eine Appreciation des Mediums und der Musik generell. Ich habe jetzt eine Collectors Edition von Linkin Park vorbestellt. Wo ich auch dachte, das brauchst du natürlich auf gar keinen Fall. Aber ich habe einfach Bock drauf irgendwie, weiß ich auch nicht. Freue mich drauf. Ist eh schön, was da alles jetzt abgeht, so medial in den letzten Wochen und Monaten. Da ist viel los gewesen. Das stimmt. Also, Musikfan, Flieg. Geht schon ab. Nice. Und auch viele gute Games gerade draußen. Also kommt auch gar nicht hinterher. Gerade ist auch wieder gut, ne? Seit Gamescom sind echt so ein paar Knaller rausgekommen, inklusive Zelda. Ja. Was echt Spaß macht. Total. Nee, ich will auch gar nicht von ablenken. Ich habe nur gerade das Gefühl, man kann sich gut unterhalten gerade. Nee, voll. Also, das ist schon super interessant. Nee, das läuft noch viele, hier gut nebenbei, sag ich mal. Viele, viele Games noch auf der Bucketlist gerade zum Anschauen. Ich will auch unbedingt noch ein bisschen Space Marines 2 spielen. Aber da hatte ich auch noch gar keine Zeit für. Wukong ist gerade bei mir. Und natürlich Frostpunk, was ich auch total geil finde. Stimmt, da habe ich auch viel Gutes von gehört. Ist halt ein anderes Spiel als der erste Teil, muss man sich mit abfinden. Ist ein bisschen größer, ne? Aber ich meine, den ersten kannst du halt auch immer noch sehr gut spielen, oh Gott. Ja, total. So, die sehen wild das aus. Das wird jetzt hart. Sekunde. Die sind gelernt schon? Ja, die hast du ja, schon. Ja, die habe ich schon. Die hüpfen aber halt so wild umher und machen ordentlich Schaden. Also hier muss ich mich echt so ein bisschen aufs Ausweichen konzentrieren. Ja. Und ich hoffe, dass meine Ananas... Ja, guck. Die ist schnell down. Genau. Ich meine, ich kann ja immer wieder welche nachmachen, aber... Die ins Wasser locken? Und nee, die können auf dem Wasser laufen. Die können auf dem Wasser laufen? Ja, es sind so Wasserflöhe. Schweine, so, gut. Die sind aber schon mal weg. Okay, das ist okay. Guck. Sie können einfach Wasser gehen. Ja. Deswegen, die sind schon echt... Yeah! Und wenn die hüpfen halt echt viel, dann muss er echt ein bisschen aufpassen, dass sie mich nicht targeten und dann plötzlich krass hüpfen. Versuche ich mit meinem... Gürteltier! Geil, was du alles hast. Ja, ich hab alles. Hammer. Mittlerweile. Was machst du da? Ich zermahl hier nur ein paar Bohnen für meinen Kaffee. Du zermahlst Bohnen? Bist du eigentlich völlig verrückt geworden? Das macht man doch nicht mit Bohnen. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Ha.
Danke. Gibt es Bossfights? Ja. Bis jetzt haben wir nur einen gesehen, also anderthalb. Man hat einmal gegen einen Link-Klon gekämpft. Jetzt da ist er! Ja, sehr gut. Sehr gut. Hui. Gut gemacht. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wie schwer es ist. Also es ist wirklich ganz schwer zu nachvollziehen, wie schwer es ist. Aber ich glaube auch, du musst da gut aufpassen. Also ist so, ich finde den Schwierigkeitsgrad grundsätzlich ist wieder Nintendo. Also ist jetzt ja, nicht gesagt, der höchste. Schon, genau. Aber mit diesem Heldenmodus, den ich jetzt angemacht habe, dass sie wirklich mehr Schaden machen, da passe ich schon mehr auf. Also mir gefällt das sehr. Zumal du jetzt ja auch dann von vorne starten müsstest, ne? Wenn du, oder? Wo ist der Respawn-Punkt? Ja, also wir wieder am Eingang, aber ich habe natürlich schon die Bereiche bis dahin geklärt. Also das fällt ihm schon schneller. So, du kommst einen Raum noch und dann müssten wir wahrscheinlich schon oben sein. Mhm. Aber damit es ja weitergehen, sind wir ehrlich. Oder? Ja, 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 ja. Aber so, ich glaube, wenn wir in dem Tempo weitermachen, ich weiß, ich habe gerade nicht auf die Uhr geguckt, aber. Ich auch nicht. Dann kriegen wir vielleicht noch den Boss zu sehen. Das wäre natürlich. Oh, das wäre traurig. Das wäre richtig schön. Heute schön im Wassertempel. Zusammen mit dir. Ich bin gern mit dir. Achso, ich muss ja auch rauf. Gern mit dir im Wassertempel. Da müssen wir hin. Ey, sie haben halt wirklich orchestrale Musik genutzt. Ja, das finde ich einfach nur schön. Das wird ja mittlerweile nicht mehr so viel verwendet, deswegen finde ich das schon geil. Ja, aber bei Zelda wird das gemacht. Also. Ja, das explodiert. Da kannst du aber auch keinen Dota 2 Song laufen lassen. Ja, also. Stimmt. Ei. Ja. So, die nehmen wir mit. Noch geil. Ein goldenes Ei. Was kann das Gold? Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt das zweite, was wir finden. Aber sie ist unfassbar happy, also es wird schon eine. Das kann man bestimmt teuer verkaufen oder so, aber. Gold. Man kann auch irgendwo Smoothies machen. Oh, lecker. Ich glaube aber nicht, dass das goldene Ei wirklich eine Smoothie-Zutat ist, weil dafür sind sie zu selten. Ah ja, verstehe. Vielleicht ganz besonders Bubble Tea. Sau geil. Nice. Wie lange ist es für wie lange ist das Spiel angesetzt? Hat man da How Long to Beat gelesen? Haben wir noch nicht. Also ist ja jetzt noch vor Release alles aufgezeichnet. Deswegen weiß ich das gar nicht so unbedingt. Ich würde aber vermuten, so mit 20 Stunden sind wir auf jeden Fall durch. So. Ah. Mal gucken. Also ich glaube, es sind 7 Hauptdungeons irgendwie. Das ist jetzt der zweite. Mhm. Ja, lasst euch die von anderen stören. Nee, der hat hier noch sein Busbrot vergessen. Und so. Das darf natürlich nicht schlecht werden. Da ist der große Schlüssel. Der ist ja wohl wichtig. Wichtig. Master Key, großer Schlüssel, Boss-Schlüssel, es gibt alles viel. Immer mit. Ah. Vielen Dank. Noch nicht, aber wir sehen die Arbeit. Anton ist hier immer mal lochen. Anton sorgt dafür, dass ich nicht mehr sagen muss, ich weiß nicht, wie spät wir haben. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Ich könnte natürlich auch mich kümmern. Als guter Gast könnte man auch was übernehmen, aber nein. Ich bin hier geflasht von dem, was du hier zockst. Das Schöne ist ja, wenn du jetzt eine Stunde in so einem Dungeon abhängst, dann freut man sich auch, wenn man wieder raus ist, ne? Das ist richtig. Also ich bin jetzt gerade sehr froh, in diesem Dungeon zu sein, weil die letzte Folge noch und die letzten 2 Folgen ja eigentlich waren viel, wir gucken uns mal die Umgebung an und die letzte Folge komplett war nur der Konflikt zwischen den beiden Zora-Völkern, der auch sehr cute war. Aber wenn du dann so eine komplette Session nur am Reden bist und guckst, ob die Zoras wieder miteinander auskommen, dann freust du dich auch mal wieder so ein bisschen auf den Dungeon. Rätseln und so. Kriegst du selber auch Damage von deinen eigenen Viechern, wenn die jetzt explodieren eigentlich? Nee, anscheinend nicht. Also zumindest vom Bombenfisch haben wir schon festgestellt, kriege ich keinen Schaden. Okay. Das macht's ein bisschen einfacher. Ja, das ist gut. Nein, nicht den. Du sollst die Kiste anvisieren, nicht die. Na, dann mach halt erst die Qualle tot. Mein Gott. Also ein paar Mal hast du schon darauf reagiert, Matthias, dass es dich nicht ganz so, ne, nicht ganz so präzise. Ja, das ist halt so das eine Manko, was ich bis jetzt irgendwie habe, finde ich. So. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich schwimm doch vorwärts. Ich sehe es schon. Aber, ja, keine Ahnung, woran es liegt. Ja, das sind halt so Kleinigkeiten. Mhm. Aber das macht das Spiel nicht schlecht. Vielleicht, das kann man ja auch, man will es ja gar nicht sagen, aber sowas könnte man ja theoretisch auch easy rauspatchen.
Ja, aber Nintendo ist da jetzt nicht so. Oh, okay. Nee, vor allem, die wollen doch auch eigentlich auch. Freunde. Bei dir. Gut, dass ich den Mampffisch schon dabei habe hier. Let's go. Wollen wir mal ein bisschen aufräumen. Mampf, die. Alter, wie schnell sind die? Das sind die Möhrefische Level 2. Brauchen wir. Haben wir schon. Ja, aber ich glaube, mein Mampffisch, guck, der macht hier ordentlich Schaden. Ja, der macht ordentlich Schaden. Sehr gut. Der räumt hier ordentlich. Go, Mampffisch. Aber hier, die sind geil designt. Die sehen cool aus. Ja, das sind die Schattenwesen, die kommen aus dem Riss raus. Ja, die sehen Hammer aus. Jetzt. Ja gut, aber... der macht das, der regelt das. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich jetzt nicht zufällig anvisiert werde und dann irgendwie... Nee, das sieht gut aus. Sehr gut. Super. Hey, bam. Gut geklärt. Genau. Aber guck, einmal getroffen, ich habe nur noch anderthalb. Ja, ja, das war knapp. Fix. Das war schon knapp und die waren auch schnell. Oder sind schnell. Sind schnell, ja. Die Bio-Pflanzen. Auch eine andere Art der Pflanzen, oder? Ja, ich glaube, die habe ich schon. Komm, hier kriegt ihr Bombenfische. Hier scheint eher was für euch zu sein. Hab's. Ja, einmal gefuttert. Ah, jetzt hat die mich erwischt. Ja gut, passiert. Passiert. Gierig. War knapp, war zu, einen Tag zu nah. Erneut versuchen, na klar. Ja gut, aber du kommst ja bis dahin. Solltest du einen. Also ich meine vom Aufbau her. Also ich mag Dungeon natürlich gerne, macht Spaß hier. Ich halte mich einmal kurz drauf. Es ist allerdings die Schule der neuen Dungeons. Also es gab ja die Dungeons in Breath of the Wild, gab es ja nicht wirklich Dungeons. Mhm. In Tears of the Kingdom gab es dann wieder Dungeons, aber das war mehr so, das ist mehr so ein Tears of the Kingdom Dungeon-Aufbau, habe ich das Gefühl. Dass du halt so hier jetzt, was sind's, 4 Challenge-Räume bekommst quasi, hier geh die Wege ab und mach das halt auf. Das alte Dungeon-Design war ja mehr so ein durchgängiges Puzzeln. Ja, ist. Ich finde, beides wäre toll. Also wenn sie. Deswegen, ich finde beides gut. Also ich hoffe auch, dass der jetzt so ist und dann der andere vielleicht anders aufgebaut. Das wäre doch mega. Dann ist doch mega. Hier oben schon? Ach, den kann ich nicht. Den kriege ich nicht weg. Einklang lösen. Ja, ich kann. Achso, das habe ich dir noch nicht gezeigt. Ich kann auch. Ach so. Dinge, dass die sich bewegen, weil so kannst du es natürlich auch machen. Damit hier das Brett hochgeht oder so. Okay. Aber ich habe natürlich auch meinen Bombenfisch dabei. Oder kriege ich das auch hochgehoben? Nee, kriege ich nicht wegen dem Stein. Wo okay. Dann mache ich meine Bombe. Bombe! Okay, dann fällt der Stein runter. Weiter geht's. Fällt natürlich sehr träge der Stein. Natürlich. Nur die Kisten sind wieder da. Die Quallen bleiben weg, aber die Kisten sind wieder da. Ja gut, immerhin. Immerhin. Die Gegner weg. Schwimm vorwärts, Fisch! Luft. Ja, nee, Atem anhalten, das kann sie schon. Ja, noch ein bisschen haben wir. So, jetzt kann ich mal. Da ist Luft. Sehr gut. So, der Raum musste aber weiterhin geklärt sein. Sehr gut. Dann sind wir wieder bei den Pflanzen. Ja, ging doch flott. Deswegen, das ist halt immer das Ding, so irgendwie mit Schwierigkeitsgrad, du verlierst halt auch nicht wirklich was für den Gamer. Also, ne? Ja. Was du verlierst, ist ein bisschen Zeit. Hab's. Ja! Wieso lebst du noch? Ja, weil er den nicht gefuttert hat. So. Den Bombenfisch. Ah, okay, warte mal. Wie schaffen wir das jetzt auf den Schalter zu drücken? Mit einem schweren Fels. Ah, okay. Klack. Na klar. Logan, geiler Typ. Und schon haben wir alle 5 Schleusen offen. Alles leuchtet. Aha. Und jetzt geht's noch höher. Na, jetzt kommen wir noch ganz oben zum Boss. Und da haben wir schon die Schlüssel. Matthias, das wird schön. Dann bin ich bin sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, was jetzt wird. Der erste Boss war recht auch fix und easy zu durchschauen, sag ich mal. Ach, guck mal, jetzt kann ich hier nämlich das hier mal wegnehmen. Mhm. Und kriege ich den hier auf Seite. Ach krass, so schwere Dinge kannst du tatsächlich. Ja, ich kann alles. Okay, dann hast du direkt einen Shortcut nach unten. Ja, gecheckt. Und so komme ich wieder zurück. Ey, das finde ich aber schön, dass sie solche Wege eingebaut haben. Ja, das würde ich alles wieder zurücklassen. Ja, das finde ich gut. Ich finde es auch so schöner, weil bei den anderen Zeldas hast du dann irgendwie einen Teleporter. Man gehst in den Teleporter und sagst, hier geht's wieder raus auf den Eingang. Dann bist du wieder am Eingang. Nee, so ist schon nicer.
Mehr so Dark Souls Schule. Ja. So, kommt da jetzt wirklich direkt Boss? Scheint so. Sonst haben wir alles gesehen. Tun aber ja, auch alles. Na dann. Dann rein da. Boss Time. Bock drauf. Natürlich unter Wasser. Husa. Ja, das muss unter Wasser sein. Das ist unter Wasser Dungeon, Matthias. Der Boss muss auch. Das ist der Wassertempel, ja. Wem machen wir das vor? Aber as far as Wassertempel gone, ist der schon okay. Oh, guck mal. Ach, das ist wieder dieser Bureten. Der hat am Anfang so einen Wirbelsturm gemacht. Okay, das ist der Oversweet. So, wie kriegen wir den kleinen? Wirbel, ach schön, geil. Der ruft Wirbel, Wirbel. Ja, Wirbel, das ist wieder ein Pokémon. Wirbel, toll, Wirbel. Toll inszeniert. Im Zweifel erstmal hier, Bombe. Im Zweifel mal Bombe rein. Oder macht Ruf Wirbel. Ach krass, okay. So eine Wirbel sind das. Go! Jo, der kommt. Anscheinend nicht. Aber das ist ja Quark gewesen. Hallo, hallo. Guten Tag. Ja, hier ist die Führung. Ja, hallo, Führung. Ja, spannend, was hallo, geht ab? Hallo. Das ist der Matthias, Profi-Gamer. Ah, wir sind gerade mitten im Bosskampf, genau. Ja. Aber ganz schnell, also. Ja. Oh, jetzt ersticke ich fast. Das ganz neue Zelda. Zelda Echoes of Wisdom. Das ist echt cool. Jetzt bin ich gestorben. Pass auf, dann könnt ihr aber schön, auch, schön, dass ihr da seid. Dann könnt ihr auch hier. Ja, dann kommen. Hier, guck mal, da, bis da könnt ihr gehen, dann kann man euch sehen. Einer muss mal Hallo sagen. Also einmal winken. Guten Tag. Winke, winke. Bis jetzt Fernsehen. Hallo. Fernsehen. Ja, schön, dass ihr reingeschaut habt. Fernsehen. Ja. Noch ganz analog, ja. Zelda ist ja nicht so eine kleine Nummer. Und dann das ganz Neue. Naja. Hey, tschüssi. Sorry. Ja, kein Problem. Tiaz ist sehr gut. Alle sagen das. Hey, das muss sein. Das ihr wart sein. Quasi wieder mal ja, live alle vor Ort. Dabei, also. Ja, stellvertretend. Toll, finde ich gut. Wieder ins Game. Nee, hüpf wieder rein, guck mal. Da muss ich rein. Guck mal, wie convenient das ist. Wir starten direkt vor dem Boss. Okay, das ist geil. Ja. Da konntest du jetzt auch nichts machen, Matthias. Egal, das war jetzt schwierig. Egal, ob du jetzt sagen würdest, ja, also du warst Gott sei Dank noch nicht so weit mit dem Boss. Alles gut. Deswegen war es eigentlich ein ganz gutes Timing. So, wir kommen zurück zum Wirbelrufer. Der ist schon cute. Der ist obercute, wirklich. Also den Look, den mag ich. Mag ich wirklich. Aber ich muss auch sagen, also ist direkt so ein bisschen unangenehm. Also so Schrimp und so viele Beine und so. Ah ja. Unter Wasser ist jetzt nicht mein Favorite. Also insofern, gute Boss-Gefühle kommen da hoch. Jo. So, wir haben gesehen, also der macht jetzt erstmal seine Wirbeldinger und die müssen wir ausweichen. Das kriegen wir hin. Dann kann man diese blauen Dinger auf seinem Rücken kaputt machen. Ja. Und dann kann man ihn angreifen. Dann werde ich kurz zum Schwertlink und baller rein. Also das sieht alles sehr machbar aus. Hier, Mammfisch. Ja, falsche Seite. Ja, bleib dran. Guck. Oh, yes. Dann werde ich einfach Link und... Hammer. Knüppel ran. Wieso kannst du auf einmal Link werden? Geht das nur in bestimmten Situationen? Oder? Ja, das ist nicht so um links meine blaue Energie. Ah, ja. Damit so lang kann ich Link sein. Das ist, ich habe sein Schwert gefunden. Ah, das ist deswegen. Okay. Deswegen. Danke. Atmen, immer gut. Ja, genau. Oh. Aber irgendwann zerstörst du die auch. Ja, ich spam einfach entgegen. Hamm! Okay. Ja, natürlich kann man immer. So, jetzt aber. So, jetzt bist du müde. Mammfisch. Oh, und Attack. Oh, okay. Das ist Luft, oder? Ja. Kann er fliegen, oder? Anscheinend kann er auch fliegen. Warum kann er fliegen? Das ist eine gute Frage, aber wie mache ich, also wenn, jetzt kann mein Mammfisch natürlich nicht mehr viel machen, wenn er fliegt. Das ist ja aber eine geile Idee. Finde ich auch cool. Also ich meine, kein Problem mehr zu ersticken. Das ist natürlich komplett mit Banane, dass er fliegen kann, aber es ist geil. Also, ja, ist ja Magic. Ist mir egal, was es ist, aber es ist einfach toll. Oh, oh, machst du noch einen großen? Alter. Okay. Ah, jetzt ist er. Da. Oh, fuck. Oh, du bist bald down. Ja, ich sehe es. Kannst du dich irgendwie schnell heilen? Nee, schnell. Ich habe keine Smoothies dabei. Was also ist das? Jetzt, das ist ein Speerwerfer, der hoffentlich mal... Okay, das ist es. Vergiss das. Ich muss selber machen hier. Ja, ja, okay. Ja, jetzt. Sehr gut. Vielleicht reicht es schon. Ja,
Nee, eine. Ja, jetzt ist mir. Oh, jetzt ist Energie weg. Ach, ja. Okay. Eine Phase hat er noch. Aber könntest du jetzt ein Bett aufstellen und dir ein paar Punkte zurückholen? Ja, es geht halt nicht so schnell, aber theoretisch sollte ich das vielleicht tun. Ja, perfekt. Geil. Gut getimt. Ja. Gleich nach links dann, ne? Mhm. Nach links und dann hoch. Bitte mal in ein Herz, vielleicht kriege ich noch ein halbes. Hä? Ein halbes noch? Ja! Hammer! Okay, oh, jetzt wird's so knapp. Jetzt. Ja, und was? Ist das jetzt eng? Entschuldigung. Hallo? Schnell hoch. Geil. Okay, geil. Oh, geilste okay, Aktion ever. Ja, verdammt, jetzt wieder. Egal. Egal, aber es war nicht unwichtig. Es ist einfach von der Logik, ich liebe es. Die Logik ist toll, ne? Ich leg mich kurz schlafen. Ich muss es kennen. Wie machen wir das denn? Vielleicht mit der Nadelfliege gleich. Aber unter Wasser könntest du nicht schlafen, richtig? Nee, das nicht. Da würde ich ja stehen. Also ist schon gut, dass es das gerade gibt. Diesen Angriff. Ja, warte. Vier sind voll. Nie. Kein Ding. Da ist eine Lücke. Jetzt machen wir den großen unten oder oben. Unten oder oben. Jetzt ist er wieder müde. Nadelflieger, go! Ach Leute. Go, Ananas! Ja. Go, Ananas. Sätze, Ananas, die man go. Gerne hört. Ja! Hammer! Und er hat mir Energie gegeben. Jetzt kann ich wieder aufknüppeln. Geil. Bam, bam. Das war's. Alter, Killer. Nice. Das war wirklich geil. Sehr beeindruckend, auch wie du die Heilung genutzt hast. Also das war, das war knapp, ja, ey. Das war echt beeindruckend, wie du dann auch nichts verloren hast. Also toll. Ein Herzcontainer. So ist es. Das heißt sogar Herzcontainer. Ja, ich habe ja mal selber gespielt. Du bist halt Profi, das ist stimmt. Ja, Profi, ich kann auch kein Dulli. Was sind das für süße Zitronen? Also der eine, der mit uns rumfliegt, heißt Tri. Mhm. Und das sind seine Freunde. Oh Gott, die sind ja mega süß. Oder? Das ist ja mega cute. Ah, jetzt ist gleich die Zoras, die sind mega cute. Kannst du sehen. Kriegst du einen neuen Chart? Ich glaube, er kriegt mehr Energie. Jetzt krieg ich, vielleicht kann ich jetzt fünf von den Dingern. Okay. Mal, mal schauen. Hier, der Riss wird zugemacht. Puff. Ah, was geht ab? Okay. Das sieht schön aus. Es ist auch schön. Oh. Ich mag das Design sehr gerne. Wurde jetzt eine neue Area revealed oder was? Was? Nee, das ist der Tempel, wo wir drin waren. Okay. Der ist jetzt wieder, die Ebene ist gereinigt. So, wir haben den Riss geschlossen. Wir versuchen gerade die großen Schrisse zu. Meine Gefährten haben ihre Kräfte mit mir geteilt. Ja. Guck. Bam, Level 3. Geil. Und kriegt er einen fünften? Ja, anscheinend nicht. Hm. Somit sind meine Fähigkeiten jetzt stärker geworden. Du kannst nun auch etwas entfernt von dir Echos erschaffen. Aha. Mhm. Halte bislang gedrückt, um Kraft zu sammeln und lass den Knopf los, um die Blickrichtung der gewünschten zu erschaffen. Interessant. Mal gucken, wie das so funktioniert. Ah ja, und doch. Kristall der Stärke. Geil. Nehmen wir auch noch mit. Bam. Das ist ja schon sehr belohnend gerade. Als wir den Riss geschlossen haben, habe ich etwas von meinen Gefährten gehört. Sie alle hatten noch nie einen so großen Riss schließen müssen. Uns war nicht bewusst, dass derartig gewaltige Risse entstehen, wenn wir eine Zeit lang außer Gefecht gesetzt sind. Wenn du das Ungeheuer nicht bezwungen hättest, wäre das Ganze vielleicht übel ausgegangen. Klingt so geil. In dieser Welt ist nichts, haben wir nichts mehr zu schaffen. Lass uns von hier verschwinden, Zelda. Sehr wohl. Du erinnerst mich an Monty Python, wo sie bei Ritter der Kokosnuss die ganze Zeit von Binsen reden. Die Ritter des Nie. Ja. Nie! Nie! Nie. Wir wollen ein schönes Gebüsch. So, guck mal. Dann soll auch mich bimsen. So herrlich. Super. Guck mal, jetzt kann ich hier. Okay, jetzt nehmen wir das Herz mit. Top. Sehr schön. Das ist immer gut. Jetzt kann ich den Stein aber. Bam, da hinten Stein erschaffen. Ah, okay. Bam. Ja, das wird natürlich wichtig sein später. Irgendwann wird das ja wichtig. Ja. Ja, ich gehe ja schon. Ja, ist ja gut. Yes, zurück die normale Welt, ja. Wenn es sein muss, lass uns aufbrechen. Da bin ich auch gespannt, wie sich die jetzt anfühlt. Wie sie ausschaut.
Und ist der Weg für dich jetzt schon klar? Weißt du, wo es jetzt weitergeht? Grob ja. Okay. Also jetzt kommt wahrscheinlich erstmal noch die beiden Zoras. Also die Flusszoras und die Meereszoras. Oh Gott, die sind ja mega. Oder? Alter. Ah, Zelda ist zurück. Zelda, du bist eine Wucht. Alle Risse sind verschwunden. Doch, was ist mit Lord Yabu Yabu? Der ist auch wieder da. Der war nämlich im Riss gefangen. Ach, geil. Haben einen Riesenfisch in die Welt, ist nichts gesehen. Ist sicher auch wieder ganz der Alte. Oh, das ist beruhigend. Ach, schön. Drat und ich sind etwa gleich alt und beide Oberhäupter unseres Volkes. Wir haben viel gemeinsam und doch streiten wir uns oft. Vielleicht sind es auch gerade unsere Gemeinsamkeiten, die uns provozieren, sich mit dem anderen messen zu wollen. Ich liebe es, Mann. Aber eigentlich sind wir viel stärker, wenn unsere beiden Völker an einem Strang ziehen. Mm. Wie stur wir uns jetzt bei unserem letzten Streit gezeigt haben, war wirklich keine Sternstunde. Oh. Das sind Ausnahmen, muss man dazu sagen. Eigentlich seid ihr ganz gute Freunde. Wir waren noch nie gute Freunde. Verbreitet ihr keine Gerüchte. Recht hat sie. Also hör auf zu sammeln, die Nava. Oh Gott, das ist ja mega cool. Und sind die nicht cute? Ja. Also ich mag das Design voll. Und richtig wholesome. Jedenfalls. Ohne dich, Zelda, hätten wir diese verzweifelte Lage vielleicht nicht gemeistert. Lass dir noch einmal in aller Form danken. Höflich sind sie. Schön. Da. Deine kleine Zitrone. Ach, da kommt auch überall. Verehrte Kushara, werter Draht, Lord Yabu Yabu ist zum Brackplatz zurückgekehrt. Der Brackplatz, das ist doch der geilste Name aller. Brackplatz ist echt schöner Name. Ja. Dann sollten wir uns auch dorthin begeben, Zelda. Jetzt wird gefeiert, wir schmeißen ein Fest zu deinen Ehren. Ja, nice. Alter. Das Zora-Fest wird auch mega. Am Brackplatz, ja? Am Brackplatz. Oh. Da, guck mal, der ist so mega cute, der Kleine. Den finde ich am cutesten von allen. Jo. Ich habe seinen Namen vergessen, falls er einen Namen hatte. Jetzt machen sie noch ein bisschen Musik. Oh, ist das schön. Und hier, das ist schön. Ey, ich find's aber auch billig, oder? Bitte dich wegdrücken. Na, auf gar keinen Fall. Ich spiel deine Trommeln. Querflöten am Start. Aber das meine ich, da ist einfach echte Musik drin, das ist einfach geil. Alle happy. Alle happy, alle packen ihre Zunge weg. Ja, Harfe in die Hosentasche. Oh, so, jetzt aber right. Okay. Oder war einfach nur Zustimmung? Okay. Weiß nicht. Entscheiden. Alle sind verwirrt. Der kleine Vogel links im Bauch, rechts auch. Beiden Bäumen. Die haben die Musik gehört, sind gekommen. Oh, ich liebe Disney. Boah, es wird noch Zeit. Wenn die ganzen Disney kauft Nintendo. Ich hätte diese Zora-Musik ewig zuhören können. Oh Gott, ja. Diese ganze Sache mit dem Clinch verstehe ich zwar immer noch nicht, aber eins verstehe ich, sich zu vertragen ist schöner als streiten. Oh ja. Oh, guck mal. Wer kommt jetzt? Ach, General Dex. Entschuldigung, könnt ihr mir vielleicht helfen? Verzeihung. Zuerst wollte ich mich wohl vorstellen. Ich bin General Dex aus dem Königreich Hyrule. Ich bin plötzlich mitten im Meer zu mir gekommen. Ich habe festliche Musik gehört und bin deshalb hierher geschwommen. Könnt ihr mir vielleicht sagen, in welcher Richtung ungefähr ich Schloss Hyrule finde? Hm? Lass dich mal ansehen. Das ist doch... Oh, wie nah er kommt. Ja, die kennen sich. Klar, klar. Tatsächlich! Euer Hoheit, euch hätte ich ja nie im Leben an einem Ort wie diesem erwartet. Das sind die Yabul-Gewässer, oder? Was hat es denn hierher verschlagen? Wie bitte? Das alles habe ich verpasst. Ministerin Sinstra ist derweil also im Haus von diesem Blueberry. Dann werde ich umgehend zu ihr stoßen. Das war ein geiles Gespräch. Die besten Gespräche. Das ist ja Hammer. Ich lieb's. Okay, das war richtig random, love it. Deinen Vater haben wir leider nicht gefunden. Aber es gibt noch einen weiteren, der ist ganz weit im Westen, wo alles voller Sand ist. Oh. Gehen wir dorthin und schließen ihn. Ja. So, das ist nämlich das Ding. Wir müssen... hier unten in die Wüste. Das ist eine ganze Menge vor dir. Das ist noch ein zweiter. Ja, so ist es noch ganz am Anfang, du. Ganz am Anfang. Ja, gut. Das Ding ist nur, ich finde das ganz spannend, weil wir haben drei Risse gehabt und drei Leute sind verschwunden. Mhm. Ministerin Sinstra, General Dex und der König. Mhm. Jetzt frage ich mich, wir haben jetzt den General gefunden und die würden ja immer den König zum Ende aufbewahren. Wenn ich jetzt zuerst in die Wüste gegangen wäre, ob ich dann da zuerst den General getroffen hätte. Ah, verstehe. Ja. Deswegen bin ich mal gespannt, ob der König jetzt in der Wüste ist und wie es oder wen wir da finden und ob das... Schreibt mal in die Kommentare, falls ihr es gespielt habt und bei euch ihr zuerst in die Wüste seid und ob da der General war. Das würde mich interessieren. Das ist spannend. Das ist gut.
So, aber jetzt, genau. Hier sind auch Viecher, na klar. Ja, ja, jetzt sind wir auf der Oberwelt. Und jetzt können wir auch wieder erkunden gehen, theoretisch. Also gibt es noch den Dschungel, da kommen wir aber noch nicht hin. Mhm. Oder vielleicht kommen wir da auch schon hin, aber hier müssen wir jetzt hin. Könnte ich auch die Schnellreise nutzen, eigentlich, weil auf dem Weg... Ja, da sind nur kleine Risse. Teleportieren wir uns einfach hier. Das kann sie einfach so? Okay. Das können wir einfach so, diese Wegfreunde, wenn du die aktiviert hast. Okay. Das ist nicht mehr wie bei Link to the Past, dass man da hinlaufen muss. Ja, das ist aber auch toll. Also ja, so ein bisschen. Jetzt guck mal die geilen Strafzettel. Zelda hat nämlich gesucht. Ach, wie sweet. Die sind echt geil. Wie aus dem Gesicht geschnitten. Deswegen hat sie die ganze Kapuze auf. Genau, deswegen sind wir inkognito. Schöne Farbe. Wie viele Kristalle der Stärke? Wie badass ist sie drauf, habe ich die ganze Zeit gedacht. 8 und 10. Das ist die Kapuze, die sie vom grünen Schwertkämpfer bekommen hat, als er uns gerettet hat. Sweet. Hey du, 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 ja, du und du und du auch und du auch. Ja, du. Muss ich schon ablesen, ist peinlich. Danke. 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 Dankeschön. Vielen Dank. Gracias. Wir alle von den Rocket Beans wollten uns bei dir bedanken. Denn dank deiner Unterstützung können wir das machen, was uns wirklich Spaß macht. Und das ist, dir Spaß zu machen. Ja, recht herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. Wirklich, danke. Merci. Spasiba. Arigato. Efratistopoli. Was willst du, dass ich sage? Vielen Dank. Auch von uns. Und von uns. Uns. Und von uns. Vielen herzlichen Dank. Danke, Mann. Danke. Vielen Dank, dass du... Du? Ja, du im RBSC bist. Vielen Dank, dass du im RBSC bist. Kann man ja ruhig mal sagen, ne? Gehört sich so. Danke. Ja, das ist ja wirklich jetzt echt super klassisch. Ja, sehen. Genau. So, dann auf in die Wüste. Ja, Wüstendungeon wahrscheinlich. Einmal den Graben, den habe ich auch noch nicht. Oh, Nadelstecher. Ach, herrlich. Ach Gott, ey. Hat doch nichts aus. Ich bin... Ja, ich will den Stein da oben anvisieren, stimmt. Ja, aber deine Viecher, die machen da auch nichts. Nee, irgendwie nicht, ne? Nee. Das ist so ein bisschen... Bäh. Au. Was passiert, wenn du jetzt einen Hai spawnst? Hey, gut, der Hai würde jetzt, glaube ich, einfach sterben. Oh Gott, jetzt okay. Sind nur 3 Raben, what the fuck? Also hier, wenn ich einen Hai mache... Ja, ne? Da... Okay, da ist einfach... Okay, er macht gar nichts. Okay, verstehe. Danke, Ananas. Aber danke, dass wir es gesehen haben. Das hat mich gerade interessiert. So. So, Killer Ananas. Die ist ja eigentlich gut. Oh, Digga, ey. Die mehrere Gegner. Auch echt Schaden. Noch ein Treffer und ich bin wieder weg. Jo. Ja, die klauen vor allem mein Geld, die Säue. Ist ja gar nicht. Klassik Rabe. Alter, hier ist aber auch alles voll mit Raben. Lass mich in Frieden. Ananas. Ja, aber die macht nicht so... Ja, eigentlich, das ist dieses Dreidimensionale, mal hoch, mal runter und so weiter. Mhm. So, bam, bam. Mach mal die Truhe auf hier. Schön, schön, schön. Mal hin. 50. Kurz mal ausruhen nochmal. Ja, das ist gut. Mach die Container mal voll. Also da sind noch Bäume, da ist noch ein kleiner orangener Vogel, das ist egal. Und sonst hättest du quasi mit diesen Smoothies so eine Art Heiltrank, ja? Genau, Smoothies. Du kannst ja. Sachen kaufen und Smoothies herstellen. Aber Smoothie habe ich auch noch nicht gefunden, wo man die herstellt. Okay. Alle wieder weg. Was habe ich denn noch so Fliegendes? Habe ich schon mehr Fliegendes? Ach, den habe ich noch. Guay. Aber der ist auch mehr so ein Still. Die Flederbeißer, ey, die kannst du vergessen. Machen nur einen Schaden, vergiss es. Ich kann es mal mit dem versuchen. Okay, probieren wir es.
Der ist zumindest nicht so klein. Ja. Okay. Okay. Ja, gut. Oh! Hä? Ja, okay, let's go. Wenn er angreift, dann macht er schon ordentlich Schaden. Wirklich? Ja, dann nimm den. Und die sind jetzt auch neu für dich, ne? Die sind jetzt neu. Pekra! Vogelmonster, das sich von erhöhter Warte auf Reisende stürzt, um ihnen ihre Ruinen zu stehlen. Ja, das habe ich gemerkt. Man kann aber nicht sehen, welches deiner Tiere, Monster, wie auch immer, mehr Damage macht als ein anderes, ne? Nee, nicht direkt. Also es gibt jetzt keine Statistiken oder so. Mhm. Ist natürlich, je nachdem, wie teuer sie sind, desto mehr... Klar, davon gehe ich aus, aber... Jetzt, dein anderer Vogel war ja auch nicht so schlecht, das weiß man einfach nicht. Können wir mal gucken. Zuletzt gemerkt, 2. Pekka, der alte Vogel, also der lila Vogel ist 3. Ah ja. Der Rabe ist 2, also wird der wahrscheinlich mehr, ein bisschen ja, mehr gut, Schaden machen. Ja gut, das ergibt sich. Aber ich könnte natürlich 2 Raben machen, also deswegen... Bam! Super. Ich mein Cash wieder. Attack! Könnte auch in dieser Open World irgendwas aufgehen, weil du die Monster getötet hast, wie es in den Dungeons ist? Das ist, glaube ich, theoretisch möglich. Mhm. Aber ich würde sagen, eher unwahrscheinlich. Na, guck mal, aber mit den beiden Raben geht das schon ganz gut hier. So, und das ist doch... Hihi, mach ich einfach Wasser. Okay, das ist ja auch geil, dass das geht. Schön. Und dann sehen wir, was da ist. Haha, wusste ich doch. Ich habe nicht erwartet, dass Wasser so in Shape bleibt. Also ich ja, das ist im Wasserblock. Den habe ich irgendwo um nichts gefunden. Ach, geil. Weil so besser nicht nachfragen. Aber. Verstehe. Aber damit kann ich hochschwimmen oder Brücken bauen auch und darüber schwimmen. Ich hätte jetzt gedacht, dass du mit Flächen füllen kannst mit dem Wasserblock, aber nicht, dass der so als Block bleibt. Das ist toll. Freut mich. Big Freund. Der ist auch neu und dann genau, schnellreise ich bist hin. Du jetzt in neuen Gebieten. Genau. Wärst du, das ist eben... Halb angedeutet, aber ich habe es nicht ganz gecheckt. Wärst du in dieses Gebiet gar nicht reingekommen? Hättest du keinen Zugang dazu gehabt, zu dieser Wüste? Doch. Okay, das schon. Die hatte ich schon die ganze Zeit. Also okay. Ich konnte es mir aussuchen, ob ich erst in die Wüste gehe oder erst okay. Darauf. Deswegen. Verstehe. Das sind mittlerweile Freiheiten, die einen selber lässt. Früher gab es das ja nicht. Früher war so, okay, ja. Du musst jetzt dahin und find das Item, um dahin zu kommen. Mhm. Hier ist jetzt schon so mehr, ja, lauf voll rum. Irgendwo hier müsste ein Zugang zum Riss öffnen können, aber diese Wüste ist so riesig, da weiß ich gar nicht, wo man anfangen sollte zu suchen. Sollen wir uns einfach in der Umgebung des großen Risses umsehen? Ja, bitte. Aber erstmal will ich diese Skorpion hier haben. Wenn das... Uah! Achso. Wie viele Monster müssen wir denn noch besiegen? Ich breche gleich zusammen von der Erschöpfung. Ich auch, aber wenn wir immer weitermachen, muss doch der Riss der Wüste irgendwann mal kleiner werden. Lass uns nicht unterkriegen, wir müssen den Riss verschwinden lassen und die gerude Kultstätte zurücköffnen. Aua. Klar, ja, das ist, weil die mich abgelenkt haben. Das... Da. Attack! Nee, du sollst. Könnt ihr mal bitte das Skorpion angreifen, statt das Geld zu sammeln? Bam. Sehr gut. Merken. Wie heißt der? Augenskorpion. Aruroda. Aruroda. Guter Bandname für so eine. Weiß nicht. Irgendwas im Metal. Das stimmt. Aurora? Melodic Metal. Würde ich mir anhören. Aurora. Kann man diese Bäume, Palmen, kann man das alles zerstören? Die Kaktusse hier bestimmt, ja. Oh ja, das ist sowas. Da gibt es sogar Frostkaktus. Direkt konsumiert, kann ein Item Herz noch füllen, auf diese Weise eingesetzt, der Effekt aber schacht. Das ist so eine Smoothie-Zutat. Okay, das ist cool. Die Bäume kann sich aber, glaube ich, nicht kaputt machen. Hoppa. Greif an! Sieht echt fies aus. Skorpionschlacht. Und was machst du mit den Rubinen? Davon kann man sich Dinge kaufen. Haben wir zum Beispiel ja. Im Zoradorf. Ah, ich mach das hier auf. Nochmal ein Swanny. Habe ich mir in Zoradorf zum Beispiel hier die Zoraflossen gekauft. Mit denen kann ich schneller schwimmen. Geil, okay. Da gibt es in den Dörfern Shops. Oder genau. In einem Dorf, besser gesagt. Okay. Spannend. Finde ich cool. Du bist auf einem guten Weg. Unten auf der Minimap, da blinkt es schon golden. Bam, bam. Mach den fertig. Sehr gut. Chili.
Klugpfeffer, natürlich. Nicht zu verwechseln mit Cayennepfeffer, aber auch sehr scharf. Oh, was sind das für diese kleine Hügel? Hm, genau. Sandhügel. Da sind die drei wieder. Da muss man mit denen reden anscheinend. Ja. Ein seltsamer Riss hat unsere Kultstätte verschluckt und sich dann überall in der Wüste ausgebreitet. Einfach unfassbar, dass unserem Heiligtum so etwas zustoßen konnte. Wir müssen den Riss so schnell wie möglich schließen. Okay, machen wir. Ja, klar. Also ich sag mal, kein Problem. Vermisst du, dass du jetzt nicht selber kämpfst? Also ist es. Hättest du gerne eine Mischung aus beidem gehabt oder sagst du, na, passt schon? Ich kann ja auch jederzeit mir einen Link machen und eigentlich selber kämpfen, ne? Ah ja. Im Prinzip. Insofern vermisse ich es nicht. Ich mag das aber auch. Ich mag ja auch ein bisschen Tower Defense und so ein bisschen Strategie und so, die anderen für mich kämpfen lassen. Deswegen bin ich bei Diablo auch immer der Totenbeschwörer. So. Ich mache mir lieber 1000 Skelette, die für mich kämpfen und gucke dann dabei zu. Dann war es gemeinsam. Deswegen vermisse ich das gar nicht. Das gehört halt hier so zum Spiel dazu und deswegen mache ich das auch. Hier noch, Gott. Ah, hier ist diese Ruine. Da gucken wir mal, was hier drin ist. Ja, okay, Wind. Steam. Hm. Kann ich da durchschwimmen? Ja. Geister. Ja, das ist so. Geister hast du bitte. Ja, ich glaube, theoretisch kannst du auch einfach. Können ja auch einfach hier einen Stein vorlegen. Dann müsste der den hier aufsetzen. Hey, was sollst du denn schon da hinstellen? Na, Irten. Ach, come on! Aber die Idee ist schön. Richtig, kann ich mir so machen. So. Jo, okay, das geht, finde ich auch toll. So. Oh, neuer Krug. Da weiß ich noch nicht genau, warum man sich verschiedene Krüge merken kann. Also man kann sich auch verschiedene Betten merken, aber das ergibt irgendwie Sinn, weil die besseren Betten dann natürlich später weiter weg platzieren oder schieben. Oh, stimmt, das geht. Ja, stimmt, das kann ich jetzt auch machen. Direkt mal ausprobieren. Du hast vollkommen recht. Wenn ich es schon habe. Ja. Natürlich. So, jetzt aber. Super. Bam. Nice. Guck mal. Oh. Das Gebläse habe ich mir gemerkt. Das ist ja, man kann wirklich alles. Ja, also gibt schon echt viel. Nahezu alles auf jeden Fall. Ah, ja, okay. Das macht natürlich Sinn. Ah ja. Mache ich mir die Sandhaufen weg. Ach, wie smart. Ja, okay. Ist okay. Lass mich hier raus. Ja. Würde die dann auch frei pusten. Ja, das ist ja schön. Natürlich. Klar. Also das, da musst du schon, ne? Das oh! Bleib du da in der Ecke. Geil. Wo bist du hin? Au! Oh Gott. Wie abhängig du sie machst, das ist ja herrlich. Ein fertig. So, gut. Oh, alles weg. Ich habe noch ein halbes Herz. Aber es reicht. Na klar. Weil du Danger mit sich drauf bist. Da ist eine Truhe. Oh, nice. Ja, das ist doch super. Da haben wir noch zwei. Guck mal, pass auf. Wenn wir den dann fertig haben, das ist doch ein gutes Ende jetzt. Ja. Da haben wir nämlich noch richtig was erreicht. Ich meine, wir haben schon Gutes erreicht. Mit dem Boss und so. Wassertempel werde ich. Aber, oh shit. Du hast noch ein halbes Herz. Ja, aber jetzt kann ich auch, glaube ich, nicht mehr unbedingt. Ja, okay, die machen noch nicht wirklich Schaden. Skorpion, Attack! Ui. Okay, die wirbeln nur rum, die machen keinen Schaden. Die machen gar keinen Damage, das ist echt ein Glück. Das ist gut. Dass es über solche Gegner überhaupt gibt? Nichts, was es nicht gibt. Na! Wirklich? Hä? Ey, krass, das ist ja ein Megaschwein gerade. Okay. Ich die noch, die Skorpione sind jetzt nicht die besten. Ja, mit dem Gürtelfaller. Wirklich klar. Heftig. Sollte man merken. So, das sind Tornandos. Tornandos. Schelmisches Monster, das sich als Wirbelwind getarnt in Sandstürmen nähert, um Reisende wegzuschubsen. Oh, lieb ich. Lieb ich. Guten Tag. Na gut.
Noch eine Kiste? Dafür gibt es wenigstens was. Die Tür wieder auf. So. Der Filztoffel. Filztoffel. Drei Filztoffeln haben sie bewegt. Ist das süß. Direkt konsumiert, habe ich nicht gelesen. So, aber guck mal, was wir jetzt machen können. Das ist nämlich gut, weil ich habe jetzt die Dinger gefunden. Jetzt haben wir 10. Ah, okay, jetzt kannst du zusammen. Jetzt kann ich mein Schwert upgraden. Geil. Das machen wir noch schön. Das ist echt ein schönes Ende. Für da, also, du hast aber heute wieder mal abgeliefert. Ja, bam, bam. Aber sowas von, Matthias. Ach, das ist easy. Ja, ja, gut, ich darf dich loben. Ist so, weil du geil bist. Na, guck, da ist jetzt hier auch ein General Dexter. Was möchten wir verbessern? Wir möchten natürlich das Schwert verbessern. In Ordnung. Gut, einfach schon ins Werk. Ist auch schön mit den. Da hältst du die als Augen sind und so. Ja, das ist mega menschlich. Alter, guck, die ist geil schwer. Das Schwert der Stärke hat Level 2 erreicht. Level 2. Mega. Was möchten wir verbessern? Schwert Level 2. Achso, weiter geht nicht. Dann haben wir nicht genug. Schon gut. Was hast du jetzt? Ich hab mich gerettet, euer Hut. Ich weiß gar nicht, was ich dafür danken soll. Ministerin Sinstra hat mir alles erklärt. Ja gut, dann. Wenn die Ministerin in den Sudelia-Wäldern aufgetaucht ist und ich in den Diabol-Gewässern, wo ist denn dann seine Majestät abgeblieben? Vielleicht in der Wüste? Aber ich leg mich jetzt erstmal schlafen. Ja, das ist immer ganz gut. Das ist vielleicht das Süßeste, dass du jetzt einfach schön pennen gehst. Ich gehe pennen. Und sagst einfach so, das war eine neue Session. Oh, das war eine Session, so. Prinzessin Zelda war müde, hat sich schlafen gelegt, deswegen. Ey, Matthias, vielen Dank fürs Beiwohnen dürfen. Vielen Dank, dass du da das warst. Das hast du einfach hervorragend gemacht. Ey, Leute, schreibt in die Kommentare, wie gut dieser Mann ist. So. Oder? Abonnieren, da steht's schon. Abonnieren, Glocke drücken nicht vergessen. Genau. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. RBC, ich mach's nochmal. Macht den RBC, dauert. Geht rein, Leute. Geht rein. Dann macht ihr nämlich Leuten wie Matthias und mir, ja. Beschert dir einen Arbeitsplatz. Und das ist doch toll. Könnt ihr euch das vorstellen? Einiges einfacher. Wie privilegiert wir sind. Ist wirklich so. Videospiele spielend geht der Kühlschrank voll. Aber habt ihr ja auch was davon. Und solange ihr Spaß daran habt und wir Spaß daran haben, machen wir damit weiter. Und insofern sehen wir uns bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt... Zelda ist Trumpf! Knallhart durchgenommen.